Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Mir geht es super. Mein Name ist Johnny. Alles klar. Ich bin jetzt gleich auf dem Weg nach Berlin. Ich gönne mir auf jeden Fall noch mal ein bisschen Swish, Leute. Und von Ron Ehrenmann, kurz vom Training. Ich werde heute mit Johannes und Emilia trainieren. Ich werde jetzt erstmal Emilia kennenlernen. Habe jetzt schon im Video gesehen. In den Videos gesehen, sie ist fleißig. War auch eine Leistungs- oder eine Leistungssportlerin. Ne? Und sie hat sich ja anscheinend verletzt mit dem Wirbel. Bei Leichtathletik, glaube ich. Und sie macht schon ihr ganzes Leben lang Sport auf hohem Niveau. Also richtig krass. Freue ich mich auch, jemanden auf diesem Level kennenzulernen. Hier. Meine lieben Freunde, ihr wisst doch. Strong und Pink Essentials. Beste Kombination eigentlich in der Früh. Aber ich habe jetzt die Pink Essentials noch gar nicht aufgemacht, weil ich mir dachte, okay, ich habe noch Strong. Mache ich lieber sehr Strong und dann Pink Essentials. Oder wenn ich mal richtig an einem heißen Tag was Geiles zum Trinken brauche, mache ich die Pink Essentials auf. Weil ich möchte auch nicht alles verbrauchen, weil das ist qualitativ hochwertig. Naja, auf jeden Fall Link in der Beschreibung. Und ich fahre dann jetzt los. Ich muss meinen Geldbeutel finden. Ich finde meinen Geldbeutel nicht. Das ist eine Scheiße jedes Mal. Ich habe einen Geldbeutel in meinem Auto, aber da sind nicht alle Karten drin. Ich habe zwei Geldbeutel. Einmal so ein kleines Taschending, was man hier so in die Tasche reinstecken kann. Und das andere ist halt ein richtiger Geldbeutel. Scheiße. Ich finde es nicht. Egal, wir suchen ganz kurz und dann finde ich es irgendwo. Scheiße. So, meine lieben Freunde. Ich hasse diese Sitzlücken vom Auto. Denn da sich dieser verdammte Geldbeutel hier befindet. Der war umgekehrt drinne und ich habe dann unterm Sitz geguckt, vorne rechts. Habe ich es doch noch gefunden. Alter, wie nervenaufregend das jetzt gerade war. Boah, fast gerade wieder angefangen zu schwitzen. Auf jeden Fall, meine lieben Freunde, ist der neue Release draußen. Ja? Was für ein Merch, meine lieben Freunde. Das habt ihr wahrscheinlich in anderen Videos und Fotos gesehen. Und zwar neue Goat Tanktops, neue Goat Hosen. Und T-Shirts. Wir sind auf jeden Fall gleich in Berlin. Es steht auf jeden Fall eine coole Push-Einheit an. Was für gleich in Berlin? Ich fahre erst jetzt los, aber egal. Okay, muss eine Navigation sogar noch eingeben. Ich bin einfach direkt losgefahren. Wir haben schon 10.43 Uhr und wir treffen uns um 12.30 Uhr. Das heißt in weniger als 2 Stunden. Deshalb muss ich jetzt richtig Gas geben. Bis gleich. Wir kommen in Berlin-Lichtenberg. McFit. Jetzt geht's ab. Ich hoffe, dass Sie nicht zu lange warten. Wir warten schon seit 18 Minuten anscheinend. Ich hoffe, das macht jetzt keine Probleme. Scheiße. Ich dachte, es ist zu spät zu kommen. Dein ist Johannes. Ready? Das ist Emilia. Hallo. Hallo. Ihr macht heute Ganzkörpertraining. Vlog. Auf jeden Fall. Ja, heute ist ein extrem heißer Tag wieder. Heute ist der heißeste Tag vom Wochenende, oder? Ich glaube ja? Schon. Ja. Und heute wird Push trainiert bei dir Ganzkörper. Genau. Und jetzt gehen wir mal kurz zum Johannes und begrüßen ihn. Er läuft. In meinem Vlog seht ihr, wie die richtige Begrüßung abgelaufen ist. Ja. Hast doch erst die Dame und dann mich, ne? Ja. Hallo, Bro. Was geht, Habibi? So, wir machen jetzt erstmal Bankdrücken, jetzt erstmal ein bisschen Warm-up und dann geht's einfach weiter zum, wie heißt es? Ja, Bankdrücken. Relativ gut. Ich habe auch neue Schuhe. Ich habe gestern schwer Beine trainiert mit den neuen Schuhen. Das war ein ganz, ganz komisches Gefühl, weil die sind ein Stück höher vom Hacken her als die anderen. Ja. Deshalb ist eine leichte Umgewöhnung. Ja. Muss ich kurz mal eintragen. So, nächster Satz: 120, 3 Wiederholungen. Okay, 150 mit Ablage, mal gucken, was geht, ne? Aber ich muss ehrlich sagen, mit Ablage habe ich das letzte Mal zu meiner Powerlifting-Zeit gemacht. Und heute mal letztes Mal wieder, ne? 2 Wochen noch, komm. Nimm die Ellbogen nicht zu früh raus. Ich komm jetzt ein Stück weiter, ja. Ich hab... Besser atmen, come on!
Yes! Durch! Alles gut. Aber da bleiben wir jetzt bei, ne, würde ich sagen. Du hast viel zu wenig mit Ablage trainiert. Auf jeden Fall. Ich habe mal Angst, mich hier zu weit vorne zu gehen, weil dann schwitze ich ins Auge rein. Das ist so geil. Ist geil. Ist geil, meinst du? Auf jeden Fall. Aber nur aktiv. Aktiv, passiv nicht. Passiv ist scheiße, deswegen sage ich ja. Du wärst in dem Fall passiv, mein Lieber. Ja. Haben wir das auch geklärt. Ich werde nur noch einen Satz mit 150 machen. Wir haben noch mal einen Satz gemacht. Da hat mir aber Johannes ins Auge letzten reingeschwitzt. Aber der dritte kam nicht mehr so gut, weil ich zu schnell runtergegangen bin. Ich habe keine Spannung gehalten im Latissimus, beziehungsweise allgemein Ganzkörperspannung war nicht mehr da. Nach der ersten Wiederholung, als ich direkt wieder runtergegangen bin. Da war zu schnell runter. Auf jeden Fall werde ich jetzt auf 150 bleiben. Ein Satz noch. Werde ich noch abfilmen und dann gucken wir mal, was noch geht. Besser! Lass die Durch! Weil du sie immer rausschmeißt, Alter. Dann verlierst du komplett die Kontrolle und Arm. Tut mir leid, ich muss dieses Powerlifting-Ding mal wieder üben. Du bist nicht wieder der Handel. Du musst auf das Bank drücken, der Wand. Also für den Muskelaufbau, meine ich. Okay, Bank 100 Kilo, mal gucken, was geht. Foolish, try to get them buns up, killing the mics, it's like I ran the jewels in. Y'all gonna get done up front, knowing that kid with an attitude. But you can't really blame this motherfucker, he's doing what he had to do. I'm about that cash flipping, I'm getting it on and off the market. Not about that VIP, not me, not never been a fan of carpets. All about that RIP for all of my Jesus gone departed. All about that business, what I started. So, jetzt sind wir beim Schulterdrücken angekommen. Mit Kurzhanteln. Über dem Kopf natürlich. Da, wieder spiegeln. Licht ist ganz minderwertig. Auf jeden Fall, ich glaube, ich starte mit 32 Kilo, dann gehe ich aufwärts. Let's go. Chance of fucking rapping, you the real water problem. Made a little cash in the back end, but still rapping, call me starving. Yeah, y'all gotta ask who the man is. Hope I'm gonna be like, beg your pardon. Who? I'm about them two cities with me, rapping them hardest. And I keep it two cities play, I always been an honest artist. And I got that crew with me, haters, better go watch the comments. And it's on the fair for dog, I promise I'm about that. So, Leute, jetzt sind wir beim Seitheben. Ich starte jetzt erst mit 22 Kilo. Dann gehen wir auch aufwärts. Was kannst du, ich habe noch Streifen auf der Brust. Stabil. Okay, Leute, dann fangen wir mal unseren ersten Seithebesatz mal an, ja. Let's go. When I'm all about that get it, how you living, homie? Not about to knock your hustle, getting that money, homie. All about that I don't need eyes, but I got a vision. Listen, none of my shit is written, bitches know that they bear a witness. I'm about that ride of time, I'm fools that come before me. Trying to forget who I'm, it's like forgetting your vows at a matrimony. Life, you're gonna be saying playing mains and bump and bowling. Y'all gonna put in work in the game and owe me. I'm about that. Wir sind jetzt bei der vorletzten Übung, beziehungsweise ja, vorletzten oder drittletzten Übung angelangt. Das ist die vorletzte, beziehungsweise die letzte für die Schulter. Also bei der letzten Übung Schulter sind wir angekommen. Hintere Schulter. Da gebe ich jetzt Hardcore Gas. Ich mache mit 24 12 Reps und danach reduziere ich wieder auf 14 und pump aus. 1 bis 2 Minuten Pause und nochmal bam, bam, bam. So durchknallen, bis der Muskel platzt. Einwandfrei. Ich mache auf jeden Fall noch davon 3 Sätze. Danach Trizeps auspumpen bis zum geht nicht mehr und dann bin ich mit dem Training auch endlich durch und ich bekomme auch langsam Hunger.
Oh. Ich zieh mich jetzt kurz um und dann fahren wir essen. So, okay, wir sind angekommen. Und jetzt gehen wir was futtern, Leute. So, Freunde, ein Oldschool-Bodybuilder darf nicht vergessen, seine Tomatensuppe zu essen mit Kokosmilch. Das ist keine Tomatensuppe. Die Hähnchenstücke anscheinend. Ja, für die Gains. Für die Gains. Wir gehen danach mal ein Eis essen. Diesen Burger nehme ich auf jeden Fall noch mit, weil es ist extrem heiß. Ich habe jetzt gerade nicht so Bock und Hunger darauf. Ich meine, ich könnte es jetzt essen, aber ich habe keine Lust darauf. Weil sonst bin ich übervoll. Und dann laufe ich wieder mit der Wachswampe herum, Leute. Johannes könnte noch. Hört sich noch. Hat er sehr viel gegessen? Oh yeah! Ja. So, wir sind jetzt auf dem Weg zur Eisdiele. Achso, da lang. Ich dachte, da lang. Achso, da lang nicht. Okay, gut. Dann gehen wir einfach hier alles nach. Ciao, Johannes. Ciao. Tschüss. Ja, bis morgen. Bis morgen. Ich bin ja nicht da. Ich verabschiede mich auch mal an dieser Stelle, meine lieben Freunde. Ich fahre jetzt mal nach Hause. Das drehe ich noch mal kurz ab. Aber ich verabschiede mich von dir. See you. Ciao. Beim nächsten Dreh, du auch. Danke. Ich fahr immer gut. Sie hat ein Sternzeichen am Auto dran, das kann nur Gutes bedeuten, Leute. Kann okay. So, meine lieben Freunde, ich bin zu Hause angekommen. Ich mache mir jetzt gerade noch einen Quark. Ich weiß, es ist Joghurt, da machen wir auch diese Dinkeldinger rein. Und ganz, 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 ganz wichtig, ich mache mir noch eine von den Yum-Yum-Way-Sorten rein. Oh shit. Ja. Aber was ich auf jeden Fall vor dem Schlafengehen nehme, ist ein Match of Legs, Leute. Sonst eigentlich nur noch, wenn dann Crearock. Hier ist am Start, Crearock. Strong in der Früh natürlich. Alles Link in der Beschreibung, meine lieben Freunde. Dadurch können wir auch unterstützen. Ja, ich mache mir auf jeden Fall noch diesen Quark. Wir haben ein paar Kalorien offen und da kommen noch auf jeden Fall Heidelbeeren dazu. Oh shit, da habe ich noch Reis, ein bisschen Hähnchen. Muss ich auch noch essen. Leute, ich muss alles essen, fuck. Wir haben bis kurz vor 12. Oder ich trinke 3 Liter Shake. Ja, ich auch Bock. Egal, Leute. Bis morgen. Beziehungsweise bis zum nächsten Video. Ich bedanke mich nochmal fürs Zuschauen. Nicht vergessen, abonniert diesen Kanal. Lasst einen Kommentar da. Lasst ein Like da. Oh mein Gott. Ich bin kurz bevor ich schlafen gehe immer so komplett in den Arsch. Kann gar nicht mehr reden. Meine Augen fallen schon jetzt gerade schon zu. Also, gute Nacht. Ich gehe jetzt duschen, essen, schlafen. Macht's rein. Gute Nacht. Ciao. Mein Johnny. Bis zum nächsten Mal.